Ich grüße euch, ihr Lieben. Heute möchte ich mal über das Thema Hormone sprechen, ganz allgemein. Und zwar erstmal das Verständnis, was Hormone überhaupt sind, weil jeder redet ständig darüber oder hört irgendwas darüber, aber viel zu viele Leute wissen eigentlich gar nicht so genau, was ein Hormon im Körper ist. Und um das heute mal wirklich richtig gut und nachvollziehbar erklären zu können, möchte ich mal kurz ins offizielle Nachrichtenstudio hinüberschalten. Guten Tag, meine Damen und Herren, aus dem Nachrichtenstudio. Ein Hormon ist ein biochemischer Botenstoff, der von speziellen Zellen in endokrinen Drüsen oder Zellgeweben produziert und als körpereigener Wirkstoff in den Körperkreislauf abgegeben wird. Dieser Signalstoff setzt an bestimmten Zellen der Erfolgsorgane spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen in Gang, vor allem bei bestimmten Stoffwechselvorgängen. Der dadurch ausgelöste biologische Prozess stellt einen Spezialfall der Signaltransduktion dar. Chemisch sind Hormone niedermolekulare Verbindungen oder gelegentlich auch Peptide, sogenannte Peptidhormone. So, nach dieser hochoffiziellen Wikipedia-Definition bin ich sicher, wisst ihr Bescheid. Falls jetzt noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, dann bleibt am besten noch mal 2, 3 Minuten dabei hier. Denn wie gesagt, viele Leute verstehen es einfach nicht so genau, was Hormone sind. Und das kann man aber eigentlich sehr leicht verstehen. Fangen wir mal mit der altgriechischen Definition an, oder beziehungsweise da kommt das her, das Wort Horman. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Es das heißt so viel wie antreiben oder auch erregen, ja, wenn man es mal so ins Deutsche übersetzen will. Und man kann sich unseren Organismus wie einen riesengroßen Konzern vorstellen. Also stell dir einen großen Konzern vor mit 50.000 Mitarbeitern oder noch mehr, ist auch egal. Da gibt es irgendwo einen Chef, der bestimmt die grobe Richtung des Unternehmens, des Konzerns, also welches Problem löst der Konzern, welche Produkte stellt er her, etc. etc. Das ist bei uns im Organismus der Hypothalamus, der sitzt im Gehirn mittendrin und der hat seine eigene Assistentin. Genau wie in der Firma. Und das ist die Hypophyse, die sitzt quasi ja, unten drunter, könnte man sagen, also unterhalb des Hypothalamus, auch noch im Gehirn und nimmt sozusagen die ganzen Anweisungen des Hypothalamus entgegen und verteilt sie dann im Organismus. Und jetzt haben wir im Organismus verschiedene Bereiche, verschiedene Abteilungen, könnte man sagen, die Leber, den Darm, beziehungsweise das gesamte Verdauungssystem, dann haben wir die Knochen, das Herz und Muskeln und alles Mögliche. Diese ganzen verschiedenen Abteilungen spielen alle zusammen, genau wie im Konzern, um am Ende ein Resultat zu erreichen, was beim Körper in erster Linie das Überleben ist. Und in zweiter Linie, ja, das sich immer weiter aufbauen und regenerieren und so weiter und so fort. Es gibt ja in der Natur nur zwei Prozesse, Wachstum oder Zerfall. Das heißt, wenn wir nicht wachsen, zerfallen wir. Auch ein wichtiger Hinweis. Also diesen Stillstand gibt es in der Natur gar nicht. Eine Pflanze kann nicht stillstehen. Eine Pflanze wächst entweder oder sie ja, geht zugrunde. Und wer ist jetzt in den ganzen Abteilungen dafür verantwortlich, dass die ganzen Aufgaben auch so gemacht werden, wie es vom Chef vorgesehen ist? Das sind die Führungskräfte. Und im Körper sind es die Hormone. So, das heißt, wir haben im Körper irgendwie 50 verschiedene Hormone ungefähr. Viele davon kennt ihr auch: Insulin, Glukagon, die Schilddrüsenhormone, Testosteron, Progesteron, Östrogen und so weiter und so fort. Manche von denen sind anabol, manche von denen sind katabol. Das heißt, die einen sind eher dafür verantwortlich, irgendwas aufzubauen im Körper, die anderen sind dafür verantwortlich, irgendwas abzubauen im Körper. Abbauen macht man dann, wenn man irgendwie Energie freisetzen will, zum Beispiel. Irgendwelche Reserven anzapfen, Fette zum Beispiel oder auch ja, in erster Linie Fette, um Energie zu produzieren. Sowas könnte zum Beispiel katabol sein. Oder anabol natürlich, um Muskeln aufzubauen oder Körpersubstanz allgemein, also auch Knochen aufbauen, etc. etc. Und genau, das sind die ganzen Hormone und die steuern die einzelnen Abteilungen, das heißt, die steuern sämtliche Körperprozesse und deswegen haben sie auch so eine starke Wirkung. Ja, ist ja klar. Also, wenn wir bestimmtes Hormon zu wenig oder zu viel haben, dann fällt in der Abteilung ein Teil der Prozesse aus oder vielleicht fallen sogar alle Prozesse aus. Und jetzt stell dir mal einen Konzern vor mit 20 verschiedenen Abteilungen
Und eine von diesen Abteilungen fällt komplett aus. Was passiert denn dann mit dem Konzern? Da geht nichts mehr. Und ratzfatz ist der gesamte Konzern im Eimer und vor die Wand gefahren. Und das ist dann zum Beispiel, wenn bei uns im Körper die Schilddrüse mehr oder weniger ausfällt und wir dann eine extreme Schilddrüsenunterfunktion haben. Dann ist einfach eine Abteilung nahezu ausgefallen und der gesamte Organismus leidet natürlich extrem in Form von einem extremen Energiemangel, Energielosigkeit und massiver Gewichtszunahme in kürzester Zeit etc. Weil viele Leute fragen sich immer, wie kann denn so ein kleines Organ wie hier die Schilddrüse so eine Riesenwirkung im Körper haben? Ja, ganz einfach. Es ist einfach eine wichtige Abteilung in dem Gesamtkonzern. Und genauso wie in jedem Konzern jede Abteilung extrem wichtig ist oder zumindest sein sollte, genauso ist natürlich jede Abteilung im Organismus extremst wichtig für das gesamte Funktionieren. Und dafür sind die Hormone eben von zentraler Bedeutung, indem sie einfach die ganzen Abteilungen steuern. Wie wir jetzt unsere Hormone steuern können, genauso wie natürlich der Chef in einem Konzern steuern kann, wen er als Führungskraft einstellt, genauso können wir natürlich steuern, welche Hormone bei unserem Körper aktiv sind. Und die Hormone steuern dann wiederum quasi den Erfolg des Konzerns, also quasi die Gesundheit, unser Wohlbefinden. Und da gibt es also eine sehr starke Interaktion und wir können eben mit unserem Lebensstil, mit unserer Ernährung extrem viel machen, um unsere Hormone zu beeinflussen. Und wie das genau funktioniert, da kommen natürlich in den nächsten Videos noch viel mehr Hinweise, weil das ist ein extrem vielschichtiges und auch sehr spannendes Thema. Und das ist meiner Meinung nach auch der Schlüsselweg zu gesundheitlichen Zielen. Ja, also zum Beispiel, wenn man abnehmen will, dann sollte man sich so ernähren und verhalten, dass die Hormone das Abnehmen extrem gut unterstützen. Wenn man zunehmen will, muss man auch die Hormone so steuern, dass sie das Zunehmen unterstützen. Das heißt, bei dem einen wollen wir eher katabole Hormone im Körper haben, abbauen, bei dem anderen wollen wir eher anabole Hormone im Körper haben. Also alleine das ist schon für mich auch Beweis genug, dass Muskelaufbau und Abnehmen gleichzeitig völliger Humbug ist. Das eine ist katabol, das andere ist anabol. Und wir brauchen entsprechend die Hormone. Also wie soll das bitte gleichzeitig funktionieren? Für mich ist das völliger Humbug und es macht einfach keinen Sinn. Erst das eine, dann das andere. Und bei allen anderen Zielen sollte man das auch so machen und über die Hormone steuern. Und wie das genau funktioniert und was man da genau darunter versteht und wie wir die Hormone beeinflussen können, dazu demnächst mehr. Geh auch unbedingt auf meine Webseite chris-steinmann.de, da gibt es auch noch viele weitere Infos und es werden auch Videokurse zu dem Thema erscheinen für kleines Geld. Und sei gespannt und bis bald.